Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, hier zurück im Schatum von Bavandit. Wir brauchen irgendwie Verbündete und wir müssen gucken, wo wir die herbekommen. Ich würde am allerliebsten einen unserer mächtigsten Nachbarn, der gar nicht einer der mächtigsten Nachbarn ist. Warum bist du kein mächtiger Nachbar? Ich bin gerade eben ehrlich gesagt irritiert, dass der so wenig Truppen hat. Könnte sein, dass der, also er hat ja auch nicht unbedingt Truppen verloren. Also das ist echt überraschend, dass der so wenig Truppen hat. Der hat sogar 2000 Mann. Was ist mit dir hier? Ja, der ist jetzt ja gerade eben immer noch in dem Krieg, so wie sich das für mich darstellt. Herzogtum erobern ist gerade eben nicht möglich, denn ich muss illuster sein. Das wäre schon was Nices, ne? Also ein ganzes Herzogtum. Das wäre ja fast sein gesamtes Gebiet, was er letzten Endes hat. Der ist tatsächlich ein König? Ja, eher so ein Restekönig. Okay, aber wie gesagt, wir sind an dem Punkt, dass wir eigentlich Verbündete brauchen. Ich bin bloß am Überlegen, wo wir mal gucken konnten. Ich will mal gerade mal gucken. Wir haben keinen oder kaum Verbündete im Glauben. Also es gibt hier noch Leute, die, glaube ich, unserer Religion folgen, wenn ich das so richtig sehe. Nee, ist es nicht. Das sieht bloß so ähnlich aus. Das sieht nur so ähnlich aus. Also ich bin immer noch dabei, hier eigentlich jetzt hier die Konvertierung durchzuführen. In den ganzen Gebieten hier so nach und nach. Um sie dann quasi auch unsere Religion jetzt hier entsprechend anzupassen. Okay, wir sind immerhin nicht mehr verletzt. Nee, doch, wir sind immer noch verletzt. Wir sind immer noch verwundet, aber nicht mehr krank. Okay. Musafir, wer war denn das nochmal? Ach, mein Steuereintreiber. Scheint bei der Aufgabe in Sachen Steuereintreibung eine Menge gelernt zu haben. Dies wird deutlich, als er von seinen jüngsten Unternehmungen berichtet. Nach ein paar versteckten Drohungen spuckte man die Steuern schließlich aus und ich konnte mich auf den Weg machen. Ich frage mich allerdings, ob ich das nächste Mal besonders gut auf mich aufpassen muss, wenn ich dorthin gehe. Musafir erhält die Eigenschaft extravaganter Schwindler. Oder ich könnte sagen, das könnt ihr doch gewiss besser. Dann erhält er auch die Eigenschaft extravaganter Schwindler. Er erhält auch 100 Anspannung kritisch, verliert 30 Meinung von mir. 56% Wahrscheinlichkeit, dass er sein Ränkespiel um 2 erhöht. Nee, ich werde mir keinen Stress aufdrücken. Nee, das ist... Soll er damit leben, was er getan hat? So, ich denke, wir sollten ernsthaft darüber nachdenken. Einfach mal wieder etwas Entspanntes zu machen. Sowas wie eine Jagd. Oh Gott, das kostet direkt schon mal 90. Kann ich das günstig machen? 77. Also einfach etwas... Wir müssen warten mit dem Geld. Ich habe auch keinen Karawanenführer. Toll! Ich kann gerade eben erstmal gar nichts machen. Außer mich freuen, dass ich noch einen weiteren Kriegsführungsvorzug habe. Festungsstufe bekommen. Boah, das mit dem Armee-Goldunterhalt, das hätte ich sehr gerne den gesenkt. Aber mehr Festungsstufe ist natürlich auch gut. Das nehmen wir auch. Wie steht es um unsere Truppen? Die sind jetzt alle endgültig aufgebaut. Gut. Die monatliche Verstärkung dürfte demnächst jetzt auch enden, weil die jetzt hier gleich fertig sind. Und jetzt haben wir hier die Wildschweine von Ruyan. Mein Jägermeister Kshayar bringt Kunde von Tieren, die in meinem Reich gesichtet wurden. Ich höre viel aus Marzpanat von Ruyan. Es heißt, man könne dort vorzüglich jagen. Und zahlreiche stattliche Tiere, Wildschweine zum Beispiel, streifen dort durch das Gelände. Also durch die Täler. Ja, spannend. Also Marzpanat. Wo ist Marzpanat? Marzpanat.
Ich gehe mal gerade eben alles hier so durch, ne? Nee. Ist das überhaupt in meinem Land? Ah, hier. Ruyan. Arg von Ruyan, genau. Das sieht richtig aus. Also dann müsste man hier jagen. Wäre eine Idee. Oh, ich will auf jeden Fall dieses Teil hier, ich sag's euch. Ich will aller Mut. Das ist tatsächlich ein... Ah. Das ist gar keine Festung. Das ist einfach ein Tempel. Na gut. Ich könnte auch noch mal eine Amme gebrauchen. Ich suche mal nach einer Amme. Und um unsere andere Tochter kann ich hier noch einen Vormund bekommen. Die ist, wie gesagt, herrisch. Mag Kriegsführung und Verwaltung. Jetzt ist unsere eigene Frau natürlich jetzt nicht mehr zur Verfügung für das angeht, was das angeht. Wir haben noch einen Halbbruder, der sie ausbilden könnte. Aber ich glaube, das machen wir jetzt selbst. Wir bilden unsere Tochter selbst aus. Und wir suchen derweil nach einer Amme. Ich habe das feste Bestreben, unserem Nachwuchs die bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen. Ich ließe meine Beamten nach fähigen Frauen für die Rolle der Amme suchen. Nun stelle sie mir ein paar Einheimische zur Beurteilung vor. Es ist immer gut, wenn sie selber schon Kinder haben, tatsächlich. Die erfahrene Burandokt. Die wäre möglicherweise ganz gut. Die hat halt kein Kind. Und ist auch noch hinterlistig. Nee, das finde ich nicht gut. Boah, gefühllos, paranoid und großzügig. Haben wir nichts Besseres? Ich muss wirklich jetzt mal fragen. Hier, Amme. Nee, kein einziger Höfling. Ach, du ahnst es nicht. Was hat die für Fähigkeiten? Die ist hinterlistig, demütig und gierig. Tja, beides nicht so geil. Also, wir haben jetzt eine Amme. Hoffentlich werden die Kinder dadurch jetzt ein bisschen besser. Ich würde ja gerne eine Jagd machen, liebes Spiel, aber ich habe kein Geld. Oh, ich brauche jetzt Konkubinen. Ach, jetzt kann ich mit der... Okay, das ist die einzige, die ich habe. Ohne Witz, die einzige Konkubine, die ich mir nehmen kann, ist die Amme. Wilde Nummer. Sehr wilde Nummer. Oh, was passiert da? Persische zeiditische Populisten und ein Bauernpöbel. Dagegen werden wir früher oder später vorgehen. Also, na, wir stabilisieren jetzt erstmal unsere Machtbasis. Das ist jetzt momentan der Plan. Und wenn wir die Machtbasis stabilisiert haben, dann können wir weitersehen. Denn für uns ist es wichtig, dass der Kollege anfängt, sich jetzt hier zu entspannen. Und dass wir hier vielleicht dieses Herzogtum noch an uns nehmen. Dann bin ich nämlich sein rechtmäßiger Lehnsherr. Und dann kann ich ihn wahrscheinlich auch ein bisschen besser besteuern. Problem ist bloß, es kostet halt 250 Gold. Ah, ein weiterer meiner Rivalen ist gestorben. Dieses Mal war es Muhammad Scheibanit. Der starb wahrscheinlich an Haschisch. Nee, keine Ahnung. An Altersschwäche. Gut, den sind wir los. Seid gegrüßt, mein liebenswürdiger Lehnsherr. Ich biete eurem Ratskanzler Marsoban bereits einige Wochen Obdach und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen. Hey, sehr gut, er hat gute Arbeit geleistet. Also meine Vasallen werden glücklicher. Das macht wiederum mich glücklicher. Das finde ich gut. By the way, nach wie vor will ich ja Sachen bauen. Nach wie vor will ich Sachen bauen. Eigentlich wäre es hier fast besser, wenn ich hier erstmal die Wälle und Türme baue. Das würde nur 70 kosten. Ja, komm, wir bauen hier die Wälle und Türme rein. Weil dann haben wir halt auch noch zusätzlich die Festungsstufe, unsere dort stationierten Einheiten, schwer. Oh, warte mal, das ist so schwere Reitereien. Dann werden wir halt später dort schwere Reitereien stationieren. Aber das Wichtige ist, wir haben nochmal eine Festungsstufe und bringen nochmal ein bisschen Steuergeld jetzt hier mit. Da müssen wir ja auch hin. Oh, und jetzt geht's los. An den falschen Schah von Tabaristan. Viel zu lange unterliegen wir schon eurer unterdrückerischen Gesetzen.
Das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald eure Schatzkammer und eure Vorratskammer leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Niemals? Fragezeichen. Okay, wir versammeln jetzt erstmal unsere Truppen. Die lassen wir hier rauskommen, alle hier ausheben. Der wollte direkt schon auf uns draufjodeln. Ich werde jetzt mal das nicht persönlich machen. Ich nehme jetzt hier mal den Typen für unwegsames Gelände. Der kann sich jetzt hier mal darum kümmern. Denn wir sind immer noch verwundet und das finde ich nicht gut. So, der ist jetzt schon geschlagen. Lektionen der Vergangenheit. Währenddessen. Obgleich ich sicher viele Schlachtfelder sehen werde, bevor ich vor meinen Schöpfer trete, enthält meine Bibliothek Kriegsgeschichten aus hunderten Lebzeiten. Ich habe kürzlich einen Folianten erhalten über die große Schlacht von Watapi, sowie eine abgegriffene Schriftrolle in einer uralten Sprache. Wer weiß, welche vergessenen Geheimnisse sie in sich birgt. Ich könnte sie direkt lesen, dann bekomme ich Anspannung. Dann habe ich für 10 Jahre lang Studium oder ich versuche sie zu übersetzen. Ja komm, wir machen das. Ihr erhaltet 1 Kriegsführung und 1 Bildung und 20 Jahre lang einen Befehlshaberbonus, wenn ich das schaffe. Oh, geil. Nicht einmal mit Hilfe eines staubigen Glossars kann ich die Schriftrolle ihrer Geheimnisse entlocken, aber ich mache weiter. Im Laufe der Nacht enthüllt sich mir eine unglaubliche Geschichte. Arminius, der Sohn eines germanischen Häuptlings, wir wissen wahrscheinlich gar nicht, was Germanen sind, war in Rom aufgewachsen. Was Rom ist, wissen wir wahrscheinlich. Aber er schmiedete insgeheim eine Allianz von Stämmen, die Römer besiegen sollte. Arminius wurde Offizier unter dem römischen General Varus, dem er zu einem Unweg durch den Teutoburger Wald riet. Dort lockte Arminius ihn in eine Reihe von Hinterhalten. Dank seiner römischen Ausbildung wusste Arminius genau, wie man die Taktiken des Feindes begegnen muss. Und er führte sein Volk zu einem entscheidenden Sieg. Wir können die Schlacht studieren, da bekommen wir einfach 100 Erfahrung. Oder ich konzentriere mich auf den Übersetzungsvorgang. Dann bekomme ich noch mehr Bildung. Nee, ich glaube, ich nehme das Studium der Varusschlacht. Ja, ich studiere die Varusschlacht. Was man aber auch daraus schließen kann, ist, du kannst deinen Feind von innen heraus besiegen. So, wir haben schon mal jetzt einen weiteren Kriegsführungsvorzug. Jetzt mache ich meine Armee günstiger und die Aufgebotverstärkungsrate ist doppelt so hoch. Das ist sehr gut. Jetzt bin ich halt doch am Überlegen, ob ich diesen Kram hier selber anführen soll. Wobei, was ist das hier für ein Gelände? Es ist gebirgig. Ja, dann soll er das machen. Ja, wird jetzt auch nicht so schwer. Also, wir haben das jetzt hier gewonnen. Forderungen durchsetzen. Um den kümmern wir uns gleich nochmal. Auflösen. Der ist ehrlich gesagt echt nicht schlecht. Ich würde ihn tatsächlich freilassen, wenn er konvertiert und sich rekrutieren lässt. Und ein schwaches Druckmittel nimmt er nicht an, aber der ist ein guter Ritter. So. Der ist jetzt offiziell ein Verbrecher, das darf man auch nicht vergessen. Er ist immer noch ein Verbrecher, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Das Problem ist bloß, dass ich ihn trotzdem nicht rekrutieren kann. Ich müsste ihn als Visier einsetzen, ja bestimmt nicht. Warum ist der nicht... Ach, auf einmal hat er nur noch 9. Okay, so gut ist der auf einmal nicht mehr. Er ist einer meiner Ritter geworden. Sehen wir es mal von der Seite. Er ist immer noch wütend. Aber das soll mir egal sein. Also er ist immer noch mit 17 Kriegsführung eigentlich ein ziemlich guter Typ. Mit dem kann man arbeiten. Wir haben immer noch Wildschweine gesichtet, aber wir haben kein Geld. So, unsere Armee ist wieder aufgebaut. Das hier halt leider noch nicht, aber wir dürfen jetzt deutlich mehr Verstärkungsrate haben. Vermächtnis in Versform. Meine Bekanntschaft, der Mufti Abu Iwafa Muhammad, hat ein neues Werk verfasst und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Und wer ist das überhaupt? Der Mufti. Das ist
der Vasall von dem Emir Muhammad, der wiederum wohnt hier unten. Also in unserem Nachbarn, okay. Also es ist das Tagesgespräch. Es behandelt Erinnerungen und die Frage, was von uns bleibt. Und Abu I. Wafa Muhammad hat es öffentlich mir gewidmet. Okay, warum? Wie steht er zu mir? Relativ okay. Selbst die mächtigsten Menschen wären nicht ewig auf Erden. Ganz gleich, welch Reich man hinterlässt zum Erben. Und wenn man dann ihre letzte Stunde naht, auf ihresgleichen Lippen ihr Name weiterleben mag. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerede ist zu drängend geworden, als dass ich es noch ignorieren kann. Ah, das ist wieder so eine Diplomatie-Herausforderung. Ja, aber ganz im Ernst, warum sollte ich das machen? Weil ich könnte auch Prestige bekommen. Nee, ich sehe, dass es von Herzen kommt. Das ist das Wichtigste. Das Gedicht wird gelobt. So. Netter Nachbar. Toller Nachbar. Freudig Nachbar. Boah, es ist immer noch echt hart, dass es uns jetzt jedes Mal so viel Geld kostet, nur weil wir die jetzt gerade eben wieder aufstocken. Das ist düster. Okay. Nach wie vor würde ich ganz, ganz gerne für meine Kinder mal, vor allem für die Töchter, mal Verlobungen arrangieren. Mal gucken. Die Relevanz hier führt uns zu diesem Knilch hier, dem Amir Hormos Zk Assad. Wo wohnt der? Das gute alte Schwäbische, wo schaffe dein Vater? Er ist nicht super weit weg. Aber ich weiß nicht, ob ich mich in diese Reiche einmischen will. Eigentlich will ich mich eher hier so ein bisschen einmischen. Bei den Abbasiden. Der hat auch 1200 Mann. Wo wohnt der? Der wohnt auch da hinten. Warum kriege ich alle nur die von da hinten? Egal, ganz im Ernst, dann nehme ich jetzt den ersten. Der war nicht so weit weg. Also der da. Soktisch. Matrilinear würde wohl nicht tun. Ja, also für sie ist das ganz gut. Sie bekommt mehr Prestige und der bekommt auch saumäßig Prestige. Ach, weil ich das Haus Sasanit bin. Deswegen, Leute. Das bringt alleine schon 600. Ich bin ein sehr, sehr begehrtes Haus. Also, wir haben hier schon mal einen Verbündeten. Beim Studium der Taktiken historischer Generäle amüsiert es mich, von Julius Cäsars Taten während seiner Eroberung Galliens zu lesen. Während er Alesia belagerte, entschied Cäsar, dass ein direkter Angriff auf die gut befestigte Stadt zu kostspielig sei. Stattdessen befahl er seiner Armee, eine eigene Festung zu bauen, die gesamte Stadt umschloss. So war die feindliche Garnison gefangen und litt Hunger, während sie gleichzeitig keine Verstärkung erhalten konnte. Ja, das war ein bisschen grausam, sind wir mal ehrlich. Da kann man jetzt leichtsinnig werden. Ich finde aber leichtsinnig nicht wirklich gut. So werden Kriege heutzutage nicht mehr geführt. Ja, würde ich auch sagen. Also, das sagen wir jetzt einfach mal so. Löwenherz. Ein Religionskrieg um Grafschaft hilft mir halt immer noch nicht weiter. Boah, endlich ist diese Wunde verheilt. Das ist ja nicht zu fassen, ey. Okay, das ist gut. Hier könnte ich einen Religionskrieg um Herzogtum machen. Aber warum sollte ich das tun wollen? Dann haben wir noch diesen... Ja, dann haben wir die Abbasiden hier, dann kann ich auch einen Herzogtumskrieg machen. Das Problem ist nur seine schiere Macht. Ne? Also ich meine, ich brauche dieses Gebiet früher oder später für das Persische Reich. Aber seine schiere Macht ist einfach zu krass. Wie sieht's mit dir aus? Krieg erklären. Da kann ich nur Religionskrieg um Herzogtum machen. Ist der überhaupt? Der ist auch mit drin. Oh, ich wollte sowieso noch was gucken, Leute. Moment, Moment, Moment. Das habe ich ja beim letzten Mal völlig vergessen. Wir sind ja jetzt schon hier, ne? Guck mal. Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen. Wir können jetzt hier
uns ermutigen, die Wirtschaft zu verbessern. Wir sind momentan auf freundliche Nachfolge, schalten den Kriegsgrund Hausmitglieder Rettung frei, schalten den Kriegsgrund das Haus einen frei. Herrscher können den Kriegsgrund Invasion nicht benutzen, Hausvasallen schließen sich weniger wahrscheinlich Fraktionen an, Kriegsgrundkosten sind um 15% erhöht, Schreckensverfall ist um minus 20%. Monatliche Lebenserfahrung 5% mehr. Also gut. Wir versuchen jetzt das da. Ein Reich ist nur so leistungsfähig wie das Land, in dem es errichtet wurde. Es sollte dafür sorgen, dass alle Mitglieder des Hauses in der Lage sind, die notwendigen Mittel für den Aufbau eines stärkeren Reiches aufzuwenden. Das ist wahr. Haus Bavandit erhält befeuerte Wirtschaft für 20 Jahre. Einfach plus 1 zur Verwaltung. Kostet mich 100, ja, Dingenskirchens Punkte. Ihr wisst schon, Frömmigkeit. Was ist das? Zu meiner Überraschung kam Uppach zum Lanzengang-Wettkampf für junge Reiter in Firm. Eine Frau, die es ganz schön drauf hat. Obgleich der Wettbewerb wichtig war, hatte ich deutlich mehr Spaß daran, mich mit Uppach über die kommenden Steuern zu unterhalten. Was bringt schließlich eine Armee, wenn sie nicht ernähren, wenn sie nicht ernähren kann, wie sie so treffend feststellte? Ja, das ist richtig, aber dich kann ich ja, glaube ich, nicht. Also sie hat keinen Bock, uns beizutreten. Ich weiß nicht, was das Spiel mir damit sagen will. Es ist seltsam. Egal. Okay. Sei so. Also die Töchter werden ja richtig radikal mit Sprachen voll geballert. In letzter Zeit habe ich viel über die Ausbildung nachgedacht, die mein Sohn Zartoscht genießt, unser Erbe. Verwaltung ist wirklich die richtige Richtung. Da ich selbst in diesem Bereich geschult bin, habe ich festgestellt, dass mir dieses besondere Wissen sehr nützlich ist. Sollte dies für ihn auch der Fall sein? Ja, definitiv. Ich möchte, dass er das macht. Formt ihn nach meinem Bild. Nee, dann wäre das jetzt hier Kriegsführung. Oder breit gefächert Fähigkeiten sind nur von Vorteil. Ja, er bleibt auf der Verwaltung. Ich meine, der macht trotzdem Kriegskunst, wie man es hier gerade sieht. Okay, ein König als Barde. Ich bin in einem Zelt in einem Lager an der Grenze, die zum Dulafit-Emirat geht. Ich will mal gerade gucken, wo das ist. Ach, das ist mal wieder unser Nachbar im Süden. Wir haben sehr, sehr viel mit unserem Nachbarn im Süden gerade eben zu tun. Also wir sind beauftragt damit, die Spannungen zwischen unseren Reichen einzuschätzen. Ein Mann betritt plötzlich das Zelt und verlangt, den neuen Befehlshaber zu sehen. Instinktiv trete ich vor. Ihr seid also der neue Befehlshaber. Wohlan denn? Wählt eine Herausforderung. Der Verlierer zahlt heute für die Getränke im Lager, sagt Salman, Befehlshaber des feindlichen Lagers. Nichts ahnend, dass sich Shah von Tabaristan, Rostam von die Bavandit Shatum von Tabaristan. Ich sehe schon, woher diese langen Namen bei den Arabern immer gekommen sind. Und kein einfacher Anführer der Streitkräfte bin. Also wer war das? Wer hat das gesagt? Der Salman. Der da. Okay. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich könnte sagen, er ist ein Holzkopf. Ich bin der Schah und nicht irgendwie so ein Honk. Das würde er natürlich nicht so gut finden. Ich könnte aber auch einfach sagen, lasst euer fieses Gedicht über den Lehnsherren des jeweiligen anderen hören. 100% Chance, dass ich 75 Prestige bekomme. Und ich erhalte 50 Kriegsführungslebenswandel. Okay. Lasst über einen freundlichen Zweikampf klären. Ich glaube tatsächlich, dass er mir überlegen ist. Ja, nee, ich bin ihm leicht überlegen, aber das reicht nicht wirklich. Warum bist du zur Taverne warten? Machen wir ein Wetttrinken daraus. 100% Chance. Ja, dann nehmen wir das, ey. Kampfgeschick, einfach um die Wette saufen. Go for it. Okay, bei den Kindern passiert was. Ein ganzes Fass wird getrunken. Eines der Kinder am Hofe, die Elham, hat ein kleineres Kind das Spielzeug, ein Steckenpferd, weggenommen und es in eine Höhle in der Nähe geworfen. Meine Tochter war dabei und hat alles mit angesehen. Daria schnappte sich die Hauswachen und befahl Elham, in die Höhle zu gehen.
Die verängstigten Schreie von Elham waren mit minutenlang zu hören, bevor sie wieder mit dem Spielzeug herauskam. Es scheint, als würde Daria vor nichts zurückschrecken, um das durchzusetzen, was sie für das Richtige hält. Sie wird stur. Dann wird sie stur. Okay, sie weiß auf jeden Fall, wie man sich durchsetzt. Okay, überarbeitete Steuereintreiber. Aswar Musafir ist mit einem schweren Lidern über ein offenes Hauptbuch gebeugt. Ein weiterer Stapel Hauptbücher liegt neben ihm. Er hebt den Kopf und bemerkt meine Anwesenheit. Oh, verzeiht mir, Herr, aber ich muss doch diese letzte Steuerabrechnung durchsehen. Ich könnte ihm sagen, leg doch mal eine Pause ein. Oder... Gut, meine Vasallen erwarten, dass die Steuern effizient abgewickelt werden. Ja, dann soll er die Steuersache jetzt hier mal schnell erledigen. Wow. Zartosch hat auch eine Sprache. Sag mal, wie fleißig ist diese Frau? Das ist ja mal krass. Hier laufen Druckmittel aus. Schade. Okay, es sind sehr viele Events, die man in diesem Spiel jetzt bekommt. Ne? Mein Ratsverwalter Arbat Abdul Kadir hat die Steuerbücher überprüft und einige Unstimmigkeiten in Bezug auf die... Haben wir gerade eben nicht darüber geredet, du sollst es effizient machen? Auf die Erhebungseinträge von Musafir Erhebungseinträge festgestellt. Unstimmigkeiten, die sich auf 30 Gold belaufen. Okay... Die einzig logische Grund für dererlei Unstimmigkeiten ist, dass Musafir Gelder der Krone veruntreut hat. Ich habe ihn vor mich zitiert, damit er auf die Anschuldigungen antwortet. Es ist wahr, Lehnsherr, ich schäme mich zwar ein wenig, doch ich flehe euch an, die Schleue meines Handels zu erkennen. Eine Fähigkeit, die euch bei künftigen Unternehmungen nützlich sein könnte. Und was genau hast du mit dem Geld gemacht? Ich könnte sagen, gebt mir sofort das Geld zurück. Habe ich eine 64%ige Chance auf das Geld. Oder ich könnte sagen, eine günstige Gelegenheit und ein guter Instinkt ergeben einen Gewinn. Dann kann ich hier den gerissenen Steuereintreiber bekommen. Dann bekomme ich immerhin 2% mehr von Clan-Vasallen. Aber ganz im Ernst, ich bekomme gerade eben ohnehin nicht sehr, sehr, ich bekomme ohnehin nicht sehr, sehr viel an Steuern. Nee, ich verlange sofort das Geld. Jawohl, wir haben die 80 Gold. Wir haben jetzt 80 Gold, das ist sehr, sehr gut. Wir könnten jetzt also theoretisch ein Prachtturnier machen. Ich möchte das aber momentan noch nicht machen. Ich möchte eher nochmal was bauen. Hier zum Beispiel ist bis heute nichts gemacht. Hügelfestungen wären nice. Ich wäre aber eher sowas wie für Grubenarbeiten jetzt hier. Hangweiden, Grobschmied. Besitztumssteuern, Stallungen, Milizlager. Eigentlich wären Viehweiden hier das Richtige. Wobei auf der anderen Seite, es ist ein ziemlich gebirgiges Gebiet, ne, wir machen die Grubenarbeiten. Also wir müssen jetzt auch ein bisschen so einen gewissen Grundstein für die Wirtschaft setzen, ne? Huch, wer bist du denn? Du bist schon wieder hier? Ein sinnlicher Vorschlag. Wohin auch immer ich gehe. Upach al-Barm, eine Adlige aus Kerent, folgt mir. Dieser Blick in ihren Augen, die Worte auf ihren Lippen. Ich weiß genau, was sie will. Will ich das? Ich meine, ich bin der Schah, ich darf wahrscheinlich Konkubinen haben. Auch sowas dürfte ich wahrscheinlich machen. Sie könnte meine Affäre werden. Warum nicht? Oder wie stehen wir dazu? Ja, wir sind gerecht, fleißig, zynisch, aber wir sind weder lüster noch keusch. Also ja, doch, wir neigen dazu, dem zuzustimmen. Sie wird unsere Affäre. In jedem anderen Hof. Als ich durch die Gärten wandle, begrüßt mich plötzlich ein Anblick, der süßer ist als jede Blume. Opach, in Dienstbotengewändern und mit einem heftigen Lächeln. Nichts kann mich davon fernhalten, o Traum meiner schlaflosen Nächte, und schon gar nicht die Distanz. Schnell hole ich ihn aus dem Dienstbotenhemd und anschließend aus dem Rest der Gewänder. Was, wen ihn? Bitte nicht! Schließlich will
mich ja Opach dafür bedanken, dass sie den weiten Weg auf sich genommen hat. Ja, auf dass wir nie mehr lange getrennt sein mögen. Wir haben sie beschlafen. Wir haben eine Affäre dadurch jetzt. Das ist jetzt schwierig mit dem Seelengefährten. ein plötzliches Aufbäumen findet auch noch statt. Ich war so erfahren darin zu reiten, zu zielen und zu treffen, dass ich immer dachte, nichts könnte meinen Rhythmus stören. Als ich ein weiteres Mal den Übungsplatz hinabgaloppierte, bringt irgendetwas außerhalb meines Gesichtsfeldes mein Pferd zum Aufbäumen. Einen Augenblick lang hält mich das Bewegungsmoment auf dem Rücken des Pferdes. Dann scheint die Zeit langsamer zu laufen und ich spüre, wie ich den Halt im Sattel verliere. Ich könnte sagen, ganz ruhig. Oh Gott, das ist jetzt wieder meine Kampfgeschickprobe. Das wird jetzt schwierig. Drückt uns die Daumen. Wenig beeindruckende Vorführung. Wir sind schon wieder verwundet. Und schon wieder nicht mehr. Ja gut, das hätte besser laufen können, aber es ist halt, was es ist. Ey, sag mal, wie schnell die Unruhe kommt wieder. Ey, ihr seht, ne, unsere Welt bricht gleich wieder zusammen. Mamma mia. Danke für eure Aufmerksamkeit. Also, ich glaube, hauptsächlich hier passiert das. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.